und er will uns wirklich auseinandernehmen. Und wie genau will er das machen? Er muss das Ding wieder betanken. Ja, das ist einfach hier am Strand. Und er muss es wieder betanken, damit es wieder fahrtüchtig ist. Er will die Insel erobern und ist anscheinend auch stark genug dafür. Er will die Insel erobern. Irgendwer oder irgendetwas möchte hier raus, ist hier drunter noch gefangen. Das Motiv oder so sieht der Wanderer aus. Der Reisende wurde vom Orakel mit den dunklen Wolken, schlechten Wetter und whatever angekündigt. Jetzt ist er da. Wir sind in der Season 3 und auch die Story hat sich mit dem Boot hier auf die Insel getraut. Ja, Leute, endlich mal Story, ein bisschen was. Denn ich habe in diesem Video viel, viel, was ihr eventuell auch nicht wusstet. Teil habe ich gestern im Secret-Video schon angesprochen. Mich würde es freuen, würdet ihr kostenlos natürlich meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren dabei und dort unten, wie es steht, natürlich den Creator-Code Schmerle, um mich kostenfrei zu unterstützen. Vor allem im Item-Shop oder so. Und dann ist es natürlich so, dass ihr natürlich auch dann was zurückbekommen werdet. Ja, Leute, ne, es haben schon über 100 Leute, so stand ich weiß, natürlich meinen Creator-Code eingeben. Und dafür möchte ich mich natürlich bedanken, weil das Ganze ist ja nicht selbstverständlich und das Ganze ist sehr, sehr cool. Aber wisst ihr, was sehr, sehr cool ist? Oh ja, der Anführer mit dem Schiff ist das Logo von dem Dude. Ja, das ist das Logo, Leute, von Megalodon. Und denn der Dude hat was Böses vor, der will die Insel zerstören. Ja, Leute, tatsächlich hat er das gesagt. Ja, Leute, denn ihr wisst, mit diesem Baby, mit diesem coolen Teil ist er auf die Insel geschallert mit dem Sandsturm. Ne, sehen wir ja natürlich schon Ewigkeiten. Und er hat was vor. Er will uns killen, Mann. Er will uns vernichten. Er will die Insel zerstören. Und er will uns wirklich auseinandernehmen. Und wie genau will er das machen? Er muss das Ding wieder betanken. Ja, das ist einfach hier am Strand. Und er muss es wieder betanken, damit es wieder fahrtüchtig ist. Das hat er tatsächlich gesagt, das hat er vor, aber wie will er das Riesenteil, diesen Riesentanker zum Tanken bringen? Leute, da gehen nicht nur 3 Liter rein, ich will gar nicht wissen, wie viele Tausende gehen, ne? Der will einiges da reinknallen und natürlich braucht er dafür Nitro. Wie kriegt er Nitro? Von der Fabrik dort hinten, denn ihr seht, dort ganz weit hinten ist die Fabrik mit dem Nitro, wird zumindest Nitro hergestellt. Ja, Leute, dort hinten ist ja natürlich auch ein NPC, aka eine Chefin, ein Boss, ne, die hier unten drin gammelt, und zwar die Maschinistin, und ihr kriegt dann eine Medaille und so weiter und so fort. Aber das Wichtige ist, dort wird das Nitro hergestellt. Und von dort ganz hinten, wenn ich mich mal hier hochbaue, ne, Leute, von da hinten, wo das ganze Nitro durchfließt, gibt es hier eine Pipeline, die ihr natürlich bis hierhin liegt. Hier sind nochmal solche Zwischenlager des Pipelines. Also wenn ihr hier mal guckt, Leute, da unten ist ja auch noch so ein paar Lager da drin, wo hier ein bisschen Nitro aufgelagert wird. Und das wird halt über diese Pipelines für uns versorgt. Und das Ganze geht tatsächlich schon ein großes Stück bis hierhin. Also schon ein gutes Stück, 70% des Wegs oder vielleicht 60. Er hat es hier schon geschafft mit Start der Season. Und hier ist dann aber ein Ende, ne? Hier ist ein Ende. Hier seht ihr dann auch einen Kran. Und er möchte im Laufe der Season natürlich diese Pipeline vervollständigen, sodass die Pipeline mit dem Nitro, mit diesem Kraftstoff zum Schiff geht. Und damit möchte er das Schiff tanken und damit die Insel zerstören. Wie genau, wissen wir nicht. Ein Leviathan heißt das Schiff, by the way. Leviathan heißt das, hat das getauft. Leviathan, die Spitzhacke von Kratos, lässt grüßen. Die bis jetzt noch nicht im Shop war. Aber die möchte er natürlich ja, wieder beladen, wieder aufhauen. Und dann natürlich uns zerstören. Wie genau? Und ob das Ding wieder über die Insel schallert, bis in die Mitte, fährt's rein, mal gucken, was wir da erwarten können. Oder ob sich's bis zum Ende der Season gar nicht bewegt. Auf jeden Fall möchte er die Pipeline weiterbauen und das Teil auffüllen, damit er die Insel zerstören kann. Sagt er, er ist tatsächlich keines guten Weges. Er möchte uns irgendwie zerstören. Denn Leute, es wird auch in Fortnite jetzt in der Zukunft Story-Aufgaben geben. Diese Story-Aufgaben sind jetzt Stand aktuell noch nicht draußen. Wenn die draußen sind, werden wir natürlich die folgenden Dialoge auch hören, ne? Aber da die jetzt schon in den Spieldateien sind, überall haben die Leute die geleakt, werden wir die uns jetzt mal anhören. Ist zwar ein kleiner Spoiler, aber wir haben sie uns eh schon bei den Leaks gegönnt. Und wir werden sie uns natürlich auch im Story-Video, sobald die Aufgaben draußen sind, um natürlich die Hintergründe zu erfahren, auch gönnen. Aber Leute, hier sind schon mal die Audiologs. Denn das ist interessant, wenn ihr das euch mal anhört. Hier. Jones, du bist spät dran. Erstens mal, wir haben den König gestürzt. Und zweitens, nein, ich habe Megalodon beobachtet und mir gefällt das ganz und gar nicht. Das sagt Hope. Hope, ne, Charaktere in Chapter 5 Season 1 reingekommen, Chapter 5 Season 2, gut. Ja, glaubt sie nicht ans Orakel, werdet ihr aber gleich sehen. Sie glaubt wirklich nicht dran, sie verleugnet quasi das Orakel und glaubt sie und ihre und Jones und so haben den gestürzt, obwohl wir die Arbeit gemacht haben, dank dem Orakel. Aber ist egal, denn sie ist jetzt wieder mit Jones drin. Auch Jones hat neue Audiologs und Hope. Hope, ihre Stimme habt ihr eben gehört, kommen aber gleich noch ein paar andere, denn Jones und Hope gehen davon aus, dass beide zusammen natürlich die Götter und natürlich Zeus und so weiter besiegt haben und somit auch das Olymp eingenommen haben. Das werdet ihr auch in-game sehen, wenn ihr zum Olymp geht. Denn hier im Olymp, wo natürlich Zeus seine Lage gechillt hat, sehen wir jetzt den Thron, wie auf dem Ladescreen
paar Waffen mit Frieden und Herz und so weiter. Und natürlich hier Friedenssymbole. Und der Thron von Zeus ist tatsächlich mit Graffiti besprüht und einmal das Underground-Symbol. Das Symbol von Underground. Underground-Chefin ist ja Hope. Und Hope saß hier drauf. Und ja, Hope und Jones haben zusammen mit uns natürlich, die dürfen wir nicht vergessen, angeblich waren sie ja, gibt es das Orakel nicht, aber wir und das Orakel haben ja zusammen Zeus und so weiter besiegt. Und die haben sich jetzt halt hier drauf gesprüht und haben quasi das Teil eingenommen. Also ist das Ding hier das wunderschöne Olymp, meiner Meinung nach grafisch sehr, sehr schön. Unter dem, unter der Leitung von Jones und natürlich Hope, die da ihre Lage chillt. Artemis ist hier als NPC. Sei gegrüßt, kleine Maus. Alles klar, und das war meine Zeit zu gehen. Na Leute, es geht ja noch weiter. Hol deinen Freund, meine Schwester. Hope sagt zu Jones, hol deinen Freund. Wen meint sie? Charlie oder vielleicht das Fundament? Die waren ja immer zusammen, Fundament und Jones, müssen wir schauen. Oder Charlie kann auch einfach damit gemeint sein, ja? Valeria ist das arrogante Supergenie, das Pandoras Büchse geöffnet hat. Hope ist die Schwester von Valeria. Jetzt lästert sie ein bisschen, ja, dass ihre Schwester Valeria so ein Supergenie ist und Pandoras Box geöffnet hat, ne? Und jetzt sagt sie wahrscheinlich hier davon. Fühle ich mich dafür verantwortlich, dieses riesige Chaos zu beenden. Jones? Ja, Hope möchte diese Gottheiten, dieses Leid, was wir und Orakel beendet haben, natürlich vom Weg schaffen, weil das ja ihre Schwester verursacht hat, sagt sie hiermit. Kennst du ja. Super Karre. Ich hab sie geschrottet, ja. Aber bis dahin war sie erste Sahne. Eine super Karre, also ist das wahrscheinlich irgendwas mit der Aufgabe, dass sie eine gute oder wir eine gute Karre gehabt haben. Auto, es sind ja wirklich coole Autos in dieser Season. Und dass sie dahin natürlich die geschrottet hat. Also, ich hab mich mal in Dons Lager umgeschaut. Ich hatte recht. Der Typ macht einen auf Tyrann. Genau, sie hat sich im Lager vom Megalodon umgeschaut. Das ist der Typ, der sein Schiff wieder aufknallen will, um es zu zerstören, was ich euch eben gesagt habe. Und er will und denkt, er wäre der Riese, ein Tyranne, der uns alle zerstören könnte. Das denkt er, aber passt auf. Er will die Insel erobern und ist anscheinend auch stark genug dafür. Er will die Insel erobern und ist stark genug dafür. Er alleine. Zeus ist ein Gott. Er hat's nicht geschafft, ja. Den haben wir mit einem Fake-Orakel natürlich geklatscht. Jetzt kommt's aber. Wir haben Zeus Sanduhr zerstört und er war weg vom Fenster. Nie wieder wird er kommen wahrscheinlich, ne? Und jetzt ist der Tyranne da, der sein Schiff füllt. Und er wird uns ganz alleine auseinandernehmen. Oh, oh. Aber er wartet wohl noch ab, bis sein kleines Haischiff aufgetankt ist. Oh ja. Das erklärt auch die Pipeline. Jones, die Pipeline. Und ich sammeln weiter Aufklärungsdaten. Mach das. Du kämpfst einfach weiter. Machen wir? Wir machen dich stolz. Und weißt ihr, wie wir dich stolz machen? Ganz genau. Wir werden ein paar Autos tanken, wir werden wieder 100 Meter fahren, wir werden tanzen auf dem Olymp. Und das werden die Aufgaben sein, um die Story abzuschließen. Hey, Jones, ich habe da was gehört, das mir gar nicht gefällt. Vielleicht sollten wir die Überwachungsausrüstung einpacken. Oh, crap. Hope hat was gefunden, was ihr nicht gefällt. Was könnte das wohl sein? War sie wohl in dem Schlafzimmer von Megalodon oder was geht ab? Nein, Leute, Spaß beiseite. Jetzt ein bisschen Equipment suchen, um das natürlich genauer nicht zu untersuchen. Ernstes. Nicht ernstes. Hofft sie. Ich hab den König des Olymps gestürzt. Oh, oh. Das ist Jones, der auch sagt, er hat Zeus gestürzt. Ich hab mir eine Pause verdient. Er hat sich eine Pause verdient. Aber Leute, vergesst nicht, wer Zeus gestürzt hat. Wir mit dem Orakel. Hope sagt, das Orakel gibt's nicht. Ist Jones okay, egal, okay. Nur so zu deiner Information. Moin. Hope legt sich gern mit den größten Fieslingen an, die sie finden kann. Oh, mit dem größten Fiesling, das glaube ich uns auch. Wir sollten uns also gut vorbereiten. Oh. Sie hat nämlich Megalodon im Visier. Oh, Megalodon. Was Schlimmes oder was echt Schlimmes? Der Dude würde uns mit seinem Schiff auseinandernehmen. Ja, und das waren die Audiologs. Habt ihr sie gefeiert? Ich habe sie auf jeden Fall gefeiert. Man kann auf jeden Fall hören, Leute, dass Megalodon, wie gesagt, was plant, sein Ding aufladen will. So viele ist das jetzt gar nicht an Informationen. Und nebenbei werden wir halt noch Aufgaben erfüllen müssen. Das wird Story Part 1, kommt dann auch als Video raus. Und das sind die Audiologs und das, was mit dem neuen Charakter Megalodon zu tun hat. Seine Crew ist ja auch da mit der Punkfrau und mit der Maschinistin. Die gehören ja alle dazu. Und jetzt kommt aber die Sache, auch die hohe Gesellschaft ist zurück. Bei Classy kurz angekommen, Leute, ist auch Oscar wieder aufgetaucht. Ja, Leute, Oscar hat gedacht, er spielt ein bisschen Tennis, der Dude ist wieder da. Aber die hohe Gesellschaft ist auch nicht tot, wie wir das gedacht haben. Beziehungsweise, wie es einige gedacht haben. Ich habe euch ja immer gesagt, die werden nicht tot sein. Aber Oscar Arby, moin moin, ihr könnt den natürlich angreifen und kriegt einmal die mythische Pumpgun. Ja, die mythische Pump, die gibt es nur noch in mythisch und könnt ihr hier kriegen. Ich bin nicht nachtragend, alles, was von dir zu Fall gebracht werden kann. Okay, weiter. Hier einmal, let's go, ne, verdient es auch, nicht zu stehen. Es geht weiter. Er hat ein paar Informationen mitzuteilen. Einmal zur hohen Gesellschaft, habe ich euch gestern schon gesagt, wir haben den Zorn der Götter überlebt. Gerade so.
Das glaube ich. Zeus war schon sehr wütend. Montagu und Valeria sind beide abgehauen. Gut, dass wir sie los sind. Valeria hat das Teil geöffnet, die Box, und ist weg vom Fenster. GG's in den Chat. Montagu ist mit ihr einfach weg. Die sind wahrscheinlich irgendwo in Sicherheit und planen das nächste Unheil. Nisha, das arme reiche Mädchen wird sich jetzt selbst ein Leben aufbauen müssen. Warum, klären wir gleich. Sie ist irgendwo und muss jetzt erstmal selbst klarkommen. Hier sehen wir einmal tatsächlich Hintergrund, ja? Ich bin nicht von der hohen Gesellschaft großgezogen worden, so wie diese verwöhnte Nisha und Hope. Also Oscar selber ist allein großgezogen worden. Ja, er hat sich das verdient, was er natürlich auch, also wofür er gekämpft hat mit harter Arbeit. Und natürlich Nisha, die jetzt leider irgendwo alleine ist, und deswegen hat er es auch gesagt, die arme Nisha. Sie ist jetzt irgendwo alleine und muss selbst klarkommen. Sie wurde von der hohen Gesellschaft eigentlich großgezogen, deswegen muss sie jetzt erstmal lernen, alleine klarzukommen. Und Hope war anscheinend auch mal in der hohen Gesellschaft drinne, wo ihre Schwester Valeria ist. Hat sich dann irgendwann dagegen entschieden und ist jetzt im Untergrund, ja? Also wissen wir das. Ich habe um alles gekämpft, was ich mir verdient habe. Ja, 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 auf der Straße, dann im Ring, dann in der hohen Gesellschaft, das wissen wir. Und was auch immer als nächstes kommt, ich werde es mir ebenfalls verdienen. Also haben wir ein paar Hintergrundinformationen. Alle eigentlich der hohen Gesellschaft sind nicht tot, sind alle abgehauen, bauen sich irgendwo ein eigenes Leben auf. Kommen sie irgendwann wieder? Ist die Frage. Werden wir sehen. Und Oscar hier am Chillen. Ja, eine kleine coole Hintergrundinfo zu Hohen Gesellschaft aus Season 1. Ihr habt gedacht, so ein paar Dialoge, irgendein Verrückter, der sein Heilschiff aufladen will, ist es gewesen? Nein! Hier sehen wir einen Bunker, Freunde. Ja, Leute, so sieht es tatsächlich aus. Ein wunderbarer Bunker, wo wir tatsächlich Geräusche hören, als würde jemand aus diesem Bunker hinausbrechen. Man hört euch das mal an, ne? Das ist sehr, sehr crazy. Was hier drin ist, schwer zu sagen, ne? Wir können in Creative mal gleich reinfliegen, aber da werdet ihr sehen, was wir hier finden können. Gar nichts. Hier hören wir Klopfgeräusche, wer auch immer hier drin ist, ne? Ob es irgendein Wilder ist, ob es der ja, Wanderer ist oder so, zu dem wir gleich noch kommen, ist die Frage. Irgendwer oder irgendetwas möchte hier raus, ist hier drunter noch gefangen und wird sich im Laufe der Season zeigen. Und das ist schon wild. Das gibt Hype und solche Dinge liebe ich. Beim Bunker angekommen im Spectator, Leute, werden wir natürlich mal hier reingehen. Sieht schon mal sehr, sehr schön aus, so, ne? Ne, und wenn wir hier seid, könnt ihr hier das ganze Ding mal beobachten. Aber wir können auch hier reingehen und dann sehen wir die Tür von innen. Und zwar hier tatsächlich einmal dieses Drehteil zum Drehen. Hier eine Kombination, so wie es aussieht. Und das wird sehr, sehr cool, ne? Und das Ganze ist auf jeden Fall hier noch unbefüllt. Hier wird nur was abgespielt. Also dieser Sound, dass hier jemand raus will und klopft und so weiter. Also hier drin ist tatsächlich nichts, wird aber irgendwas rauskommen. Nur damit ihr Bescheid wisst, was denn genau hier im Bunker versteckt ist. Stand aktuell natürlich noch nichts. Wäre ja auch ein Ding, wenn hier schon irgendwas, irgendein Monster, whatever hier drin ist. Und sie das hier reinknallen. Nein, Leute, noch nicht. Das Ding ist noch leer, aber im Laufe der Season werden wir es herausfinden. Auch Leute, hier sind wir noch nicht am Ende. Ihr merkt, es gibt viele kleine Secrets und natürlich Kleinigkeiten, die das Ganze aufmischen. Ich bin zum Beispiel so einer, Leute, ich finde sehr, sehr cool, solche kleinen Details. Viele möchten die großen Dinge, da muss erstmal hier irgendwie Galactus nochmal kommen, um die Story cool zu machen. Ich finde solche Kleinigkeiten cool, und zwar ist hier einmal die Bude von Hope. Sie hat hier überall alles natürlich vollgesprüht mit Frieden und ihren Friedenssprays, hier Jones mit dem Herz und so weiter und so fort, mit ihren Waffen und so, aber sie ist auch hier irgendwo als NPC. Lass mich mal suchen. Wo ist er denn? Hallo, hallo, hallo. Da oben ist er. Ne, einmal hier, und Hope sagt eigentlich nicht sehr viel. Sie sagt, die Dinge waren früher so einfach. Aber das hier ist besser. Ja, Leute. Einmal die Götter. Ich dachte immer, es gäbe nichts Schlimmeres als die hohe Gesellschaft. Ha! Oh, jetzt kamen die Götter, ne? Von wütenden Göttern angegriffen zu werden, ändert wirklich schnell die eigene Perspektive, ja? Verstehe mich aber nicht falsch. Sie sind beide übel. Fühle ich natürlich, aber ich war wirklich kein Fan von Stromschlägen. Oh, oh, RIP an dich natürlich, ne? Dann geht's weiter. Das Orakel. Es ist einfach nicht möglich, dass eine mächtige Wasserfrau die Insel gerettet hat. Okay, sie verleugnet das Orakel, wie eben schon die ganze Zeit gesagt. Sie glaubt nicht daran. Ne? Obwohl wir mit dem Orakel gesprochen haben und Cerberus ihr seinen Ball gesucht haben. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wer dieses Gerücht oder in die Welt gesetzt hat. Und wenn sie so mächtig ist, wo ist dann jetzt all ihr Wasser? Hä? Ja, gut. Das ist natürlich die Frage. Sie ist einfach weg. Valeria, meine Schwester kann unter keinen Umständen gewusst haben, dass all das hier passieren würde. Deswegen ist sie auch abgehauen. Höchstwahrscheinlich. Aber gleichzeitig hat sie auch all das zu verantworten. Ganz genau. Sie hat uns das angetan. Ich liebe sie. Ich bin sauer auf sie. Ich hoffe, ihr tut das leid. Seufzen. Ich vermisse sie. Ja, Leute, emotional. Die Familie liebt sie, aber gleichzeitig hasst sie. Es ist einfach genial. So, dann seht ihr auch einmal hier Pandoras Büchse. Ja, Pandoras Büchse, wo all
Hopes Müll rauskommt. Ne, da oben ist auch tatsächlich das Friedenssymbol. Hat sie hier ein Spray-Motiv. Moin, moin, Hope. Versperren wir wieder mal nicht die Tür. Mit Pandoras Büchse hier. Nein, sie hat hier, wie gesagt... Ey, Junge, sie hat ein persönliches Problem mit mir. Nein, das war es nicht gewesen, Leute. Es geht auch hier weiter. Und zwar hat sie hier, wie gesagt, auch nochmal das Spray-Motiv mit Pandoras Büchse, welches natürlich schön ist. Und ein Stück oder ein Teil von der Pandoras Büchse, ne? Dieses lilane mit diesem goldenen Muster und so weiter und so fort. Dieses Stück, ja, kommt mir aber nicht bekannt vor. Ist es ein komplett neues Stück? Woher kommt sie das? Hat sie das, bevor sie hier gegangen ist, die Büchse mit dem riesen Ball, der da rein im Mini-Life-Event ist oder so? Meiner Meinung nach gar kein Mini-Life-Event. War meiner Meinung nach schon ein schönes Teil. Hat sie da ein bisschen was abgesehen? Und sich das mit nach Hause genommen, hat sie das nachgemacht, keine Ahnung, auf jeden Fall hier ein Denkmal für die Katastrophe, ja, wer kennt's nicht, Katastrophe, Pandoras Büchse, dieses, was sie beseitigen muss und dann natürlich einfach mal das Ding nachmachen, beziehungsweise ein Teil davon, um schön immer an die Apokalypse erinnert werden, Apokalypse, cooles Wortspiel by the way, ja Leute, ein Zug, ja, wäre der Zug so interessant? Ja, ja, er ist auf jeden Fall vom Sandsturm erwischt worden, fährt nicht mehr über die Karte. Aber das Interessanteste sind natürlich die Spray-Motive, Leute. Und diese Spray-Motive sind auch nicht nur hier, sie haben es auf der ganzen Karte in sich. Denn hier auf dem Zug und auf der ganzen Karte, also ihr findet dieses Spray-Motiv da vorne, auf ganz, ganz vielen Stellen der Map. Also könnt ihr mir mal sagen, wo ihr das überall findet. Ihr findet sehr, sehr oft. Einmal natürlich hier im Ödland. Das ist das vom Anführer, ne, vom Megalodon, das Logo. Und daneben der Wanderer, Leute, ja... Das Motiv, oder so sieht der Wanderer aus. Der Reisende wurde vom Orakel mit dunklen Wolken, schlechtem Wetter und whatever angekündigt. Jetzt ist er da und hat seine Sprays auf der Karte verteilt. Und er sieht natürlich schon mal wild aus hier. Und das ist natürlich crazy. Ich finde, er sieht auch sehr, sehr mysteriös aus. Ihr kennt mich, ich liebe ja sowas. Er hatte diesen zugeknüpften Mantel, das Gesicht ist mit schwarzen Schatten bedeckt, ja. Und da gibt es auch ein cooles Bild. Denn auch hier auf diesem Ladescreen ist er zu sehen, und zwar so. Schwarze Gestalt, man sieht nur einen Teil des Gesichtes. Er hat seine Arme so, als wäre er sauer, als wäre ihm als kleines Kind Lutscher weggenommen worden. Aber das ganze Interessante ist ja, er sieht einfach mega episch aus. Ich finde, der sieht so mysteriös und ein bisschen creepy auch aus. Und ich hoffe natürlich, dass damit was Schönes gemacht wird. Denn Leute, es ist nicht so oft, dass so Charaktere so richtig cool integriert werden. Und er wurde vom Orakel angeteased mit schlechtem Wetter und so, mit dunklen Wolken. Jetzt ist er tatsächlich hier überall. Er wurde, sollte auch ursprünglich auf dem Design der Pandoras Büchse sein, falls ihr das nicht wusstet. Und er ist einfach hier und schon mysteriös. Wir wissen nicht, wer es ist. Vielleicht ist es auch nur irgendwie Dr. Doom, aber Leute, da würde ich nicht die Hoffnung so schrauben. Aber der Reisende, ne, mysteriös, ein bisschen creepy, und er wird auf uns zukommen und irgendwas machen. In der Zukunft der Storyline. Ja, Leute, er wird dann irgendwann hoffentlich entlarvt. Als Skin kommen, werde ich mir sofort kaufen. Sie ist schon mal sehr, sehr creepy und ein bisschen mysteriös, ne? Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dieser Reisende ist jetzt immer näher gekommen. Denn Leute, es gibt ja auch im Radio jetzt einen weiteren Sender, und zwar heißt der mysteriöse Übertragungen. Oh, klingt das nicht schon schön? Denn Leute, durch dieses Radio, mysteriöse Signal, wird oder werden einige Audiodateien geschickt. Geht eigentlich 30 Minuten, man hört manchmal einen Helikoptersound und so, aber manchmal kommt da die Stimme. Und wir gehen natürlich von Megalodon aus, denn er sagt, seine Crew und der Anführer und so weiter, und sagt hier unter anderem Folgendes. Ich mach's euch mal im Schnitt natürlich lauter. Und dann dieses traurige Bergmonument für die Verbannung.
Der Bruder will uns vernichten, wir sind Maden, er will seinen Teil noch erwachen, indem er es auftankt. Na, er ist der einzige Gott und so weiter. Und das sind natürlich alles Audiologs und natürlich Nachrichten von Megalodon, die er uns zusendet, ne, eindeutig. Und er will uns einfach zerstören. Müssen wir mal gucken, wo sich das natürlich drauf ausspielt, denn er will uns klatschen, ganz genau. Er will uns boxen, genauso wie die Pro-Player die ganze Season-Kacke reden, weil sie ja so schlecht ist mit den Autos. Aber das Wichtige ist ja jetzt... Wann genau oder wird er überhaupt dieses Schiff zum Laufen bringen oder etwa nicht? Wann kommt der Wanderer? Was kommt aus dem Bunker? Und wie findet ihr die Story, Leute? Ich find's geil. Es gibt so viele kleine Anspielungen, Details, Bunker, Wanderer, Hope und so viel. Finde ich einfach nice, ne? Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um weiteren Content derart nicht zu verpassen. Wir sind wieder bei 20 Minuten. Also crazy, was hier auf jeden Fall abgeht. Und ich bedanke mich für euren ganzen Support. Und das war's gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.